Freunde, wir sind's wieder, die Gredler Azubis. Wir sind heute hier, um euch ein paar Fragen zu beantworten, die ihr eventuell habt, wenn es um die Ausbildung bei Gredler Fördertechnik geht. Der Fabian wird mir ein paar Fragen stellen und ich versuche sie natürlich zu beantworten, gut möglichst. Da wollen wir mal loslegen. Hallo, ich bin Fabian, ich bin auch Auszubildender bei Gredler Fördertechnik und bin schon seit 2 Jahren hier. Und ich mache die Ausbildung zum Fördertechnikmonteur und heute erfahren wir was über Justin. Und Justin, was lernst du denn hier bei Gredler Fördertechnik? Ja, also ich bin Auszubildender Kaufmann für Büromanagement. Mhm. Das sind so halt verwaltungstechnische Bereiche. Du weißt ja sicherlich, draußen bei euch ist ja so, dass ihr an den Anlagen direkt arbeitet in Berlin und unser Standort ist in Tyro. Also die Verwaltung ist ungefähr 20 Kilometer südlich von Berlin. Wir sind hier auch direkt in der Hauptzentrale in der Gredler Fördertechnik zu sehen und wir übernehmen die Verwaltung. Mhm. Und da möchten wir jetzt ja ein bisschen genauer drauf eingehen. Was ist denn so, was sind denn so die Interessen, die einer mitbringen müsste, um diesen Beruf zu lernen? Ja, auf jeden Fall ist Kommunikation das A und O, also kommunikationsfreudig zu sein und die Eigeninitiative spielt eine große Rolle, sich mit einzubringen und Ideen zur Weiterentwicklung zu haben. Das sind alles Punkte, die nur positiv sich auswirken in dieser Ausbildung. Also wenn man diese positiven Eigenschaften hat und auch freudig dabei ist, ein fröhlicher Mensch ist, da wir ja immer Kundenkontakt haben, ist das wichtig, sich immer darauf einzustellen, dass man Kundennähe bezeugt. Also auf jeden Fall kann man sich das so vorstellen, dass wenn ein Kunde anruft, man halt immer freundlich und dem Kunden nahe sein möchte. Wie läuft denn so die Ausbildung bei euch ab? Also wie ist denn das strukturiert mit der Ausbildung? Wie lange die Ausbildung dauert? Das ist ein interessanter Punkt. Gut, dass du es anschneidest. Unsere Ausbildung geht 3 Jahre und wir haben immer einen Wechsel. Also bei mir ist es so, ich habe immer Mittwoch und Donnerstag Schule, Berufsschule. Mhm. Die findet nicht hier statt, sondern in Luckenwalde. Das ist noch ein bisschen weiter südlich. Brauchen wir nicht näher drauf eingehen. Und 3 Tage sind wir in der Firma. Bei mir ist es ja dann Montag, Dienstag und Freitag. Und die 3 Tage arbeitet man effektiv mit den Mitarbeitern hier im Büro zusammen und erfüllt nun mal die Bürotätigkeiten, bedeutet also Verwaltung, Schriftverkehr, verschiedene Korrespondenzen mit den verschiedenen Kunden. Mhm. Meistens sind unsere Kunden Hausverwaltungen. Das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen interessanter, da man da auch diesen Schriftverkehr, den man in der Schule beigebracht bekommt, dort auch anwenden kann. Weil das sind auch Geschäftsleute und man kann dann wirklich mit den Geschäftsleuten als Kunden, als solches zusammenarbeiten und sich dann da noch mehr entwickeln. Mhm. Wie ist denn es so mit deinen Freunden? Die sind ja bestimmt auch in einer Ausbildung. Läuft es bei denen auch so wie bei dir ab, so genau? Oder gibt es da auch Unterschiede? Nun ja, meine Freunde, die machen alle eine andere Ausbildung. Davon kann ich nicht so viel erzählen. Okay. Das Interessante ist nur, natürlich sind in meiner Berufsschulklasse auch alles Auszubildende mit dem gleichen Ausbildungsberuf. Also Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement. Und bei denen ist das so, die hier haben mir berichtet, dass im 3. Ausbildungsjahr, in der ich wo die jetzt sind, so wie ich, immer noch die gleichen Arbeiten durchführen wie im 1. Ausbildungsjahr. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Also du hast immer noch die gleichen Aufgaben, den Postverkehr, das Einscannen von Briefen, das sind ja alles relativ einfache und nicht so fordernde Aufgaben. Bei uns ist das komplett anders. Du weißt es ja selber, als Azubi bekommt man viel Verantwortung. Und da spielt es natürlich eine tragende Rolle, diese Verantwortung auch gut zu nutzen. Wir bekommen ja Aufgaben, die sind wirklich kundenspezifisch und darauf ausgerichtet, den Kunden zufriedenzustellen. Wie ist denn das so, die meisten Azubis oder die bei uns anfangen wollen, fragen sich immer, ach, wie ist das denn mit den Urlaubstagen, kriege ich denn genug Geld, wie ist meine Freizeit, wie ist denn das so bei dir? Als ich die Ausbildung begonnen habe, da habe ich mich das natürlich auch gefragt, deswegen ist das auf jeden Fall auch ein interessanter Punkt, den jeder wissen sollte, und zwar haben wir immer geregelte Arbeitszeiten, bedeutet, wir beginnen um 7 und am Ende 15.30 Uhr geht jeder nach Hause. Die Zeiten sind meistens fest und die
Ausbildungsvergütung und die Urlaubstage sind tariflich festgelegt. Also wir werden per Tarifvertrag bezahlt. Das ist eine angemessene Bezahlung und auf jeden Fall kann man positiv sagen, dass das überdurchschnittlich ist. Also wir bieten hier auch den Auszubildenden natürlich was. Wie ist denn das so, wenn man jetzt im Büro arbeitet, hat man ja sehr viel mit den anderen Leuten zu tun. Wie ist denn das organisiert denn da der Chef irgendwelche Feiern oder irgendwelche Unternehmungen, die man zusammen macht? Gut, dass er das anspricht. Ganz interessant ist bei uns nämlich, dass bei der Frühstücks- oder Mittagspause jeder seine Arbeit niederlegt und wir das Vergnügen haben, alle bei gemeinsam das Frühstück oder diesen Mittag gemeinsam abzuhalten. Also die Azubis wie die Facharbeiter alle gemeinsam am Frühstückstisch oder Mittagstisch und jeder kann seine Ideen dann nochmal mit einbringen. Das ist ganz spannend, auch nochmal von denen, was sie im Tagesgeschäft zu machen, die Facharbeiter, mitzuerfahren. Da kriegt man noch so ein paar, sage ich mal, Schmanker zugeworfen, die man dann genießen kann. Das ist ganz cool. Also das fördert natürlich auch diese Teambande. Und das ist auch angesprochen, Veranstaltungen werden auch zweimal jährlich durchgeführt. Also haben wir einmal die Weihnachtsfeier, wo alle zusammenkommen. Ja. Nicht nur die aus dem Büro zusammen, sondern natürlich auch mit den Facharbeitern draußen und mit den Azubis gemeinsam. Damit wir halt diese Bande noch ein bisschen stärker führen. So, wir haben jetzt sehr viel über dich erfahren. Wie ist denn, hast du denn irgendwas Positives oder Negatives an deiner Ausbildung gemerkt? Oder? Also besonders positiv kann ich wirklich berichten, dass wir als Azubis eng mit den Facharbeitern zusammenarbeiten. Das ist schon wirklich familiäres Klima. Also deren Erfahrungen oder deren Eigenschaften können wir auf uns übertragen. Die sind immer offen, wir können jedes Mal fragen. Die nötigen uns schon fast, deren Fragen zu stellen. Und das ist dieses Lebhafte, was man halt sich aneignen kann. Und so führt man auch seine Ausbildung so durch, dass man halt sich auch was mitnimmt, persönlich. Man kann von den Facharbeitern viel lernen und die sind auch immer offen. Und dieses ist natürlich ein ganz enger Punkt, besonderer Punkt, wie ich finde. Und das ist das Positive, was man so vielleicht als negativ erachten könnte, ist, dass wir halt den Bereitschaftsdienst anbieten den Kunden. Bedeutet also, das Telefon kann jederzeit klingeln und wir haben so eine Kundenbeziehung, dass wir auch jedes Telefonat annehmen. Bedeutet also, dass wenn man jetzt auch in einer wichtigen Aufgabe ist und vertieft ist in Computerarbeit, dass man halt natürlich den Kunden als erstes vorrangig bedient. Bedeutet, das bringt einen ein bisschen wieder raus, aber da muss man seine Möglichkeit finden, um das positiv zu gestalten. Ja? Man kann sich da immer wieder Ziele setzen und durch die Zielsetzung ist der Ausbildungsberuf noch interessanter. Hättest du denn irgendwie noch was gehabt, was du noch so vor deiner Ausbildung gewusst hättest über deinen Beruf? Ja, auf jeden Fall ist es sehr wichtig zu wissen, was man eigentlich als Tätigkeit hat. Wie ich schon gesagt habe, man hat Kundenkorrespondenz, was kann man sich darunter vorstellen? Man muss die Briefe bearbeiten, E-Mails bearbeiten, Telefonate führen, wie schon angesprochen. Und das sind wichtige Punkte, die man sich auch vergewissern muss. Bedeutet also, man ist immer im Kundenkontakt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man eher ein zurückhaltender Mensch ist und nicht so das Gespräch sucht oder die Initiative übernehmen möchte, dann wäre das nicht so der richtige Ausbildungsberuf. Weil man hier wirklich viel tut, um natürlich die Menschen zufriedenzustellen. Unsere Aufgabe als Dienstleister ist es natürlich, die Kundenwünsche zu berücksichtigen und darauf natürlich einzugehen. Flexibilität spielt eine Rolle, also das würde ich den kommenden Auszubildenden natürlich nahelegen, dass sie sich darüber gewiss sind, dass hier natürlich immer wieder was Neues kommt. Dann würde ich sagen, dann danke ich für das Interview und auch, dass du dich dir Zeit genommen hast für mich. Und mein Beruf oder die Ausbildung, die ich mache, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Hau rein, das war super.
Das war's von uns, Leute. Mehr seht ihr auf unserem YouTube-Kanal. Abonniert uns, lasst einen Daumen hoch. Dann wird man sehen. Und wir haben zwei Gebiete. Einmal ist das Gebiet der Mechatroniker, also die Tätigkeit ausführen. Und dazu gehörst du ja. Da kannst du uns mehr darüber erzählen. Und da gibt es nochmal die Verwaltung. Das ist ja der zweite Punkt. Und da sind wir ja jetzt gerade. Wir haben hier noch den Ausbilder zu sehen. Meine Freunde, er ist mit im Bild. Ich glaube, wir fangen nochmal neu an. Nein, lass mal laufen. Okay. Er kann nicht schneiden, denke ich mal. Okay. So. Wir machen